Herzlich willkommen zu Andere Seiten. Das Gesundheitsamt an der Dachauer Straße war einst der langweiligste Ort in ganz München. Das Kunstlabor hat daraus einen Tempel für Contemporary und Street Art gemacht. Wie bei einem Adventskalender erwartet uns heute hinter jeder Tür eine andere Überraschung. Danke, dass du uns in deinem Raum empfängst. Ist ja schon beim Hereintreten auch ein besonderer Raum von der Aufteilung hier. Herausfordernd, würde ich sagen. Mhm. Kannst du uns ein bisschen was erzählen? Das war die Situation, die ich vorgefunden habe. Herausfordernd erstmal, weil der Raum eben in diesem Gelb schon gestrichen war. Okay. Und das ist eine Wand, die ich eingezogen habe. Dahinter ist nochmal eine Sitzgruppe, auch mit Kacheln. Also eigentlich für jemanden, der Wand malt, nicht viel Fläche bietet. Und das heißt, ich habe da noch ein paar Holzplatten hier rumliegen sehen, die natürlich sofort davor gebaut, damit man mal so ein bisschen glatte Fläche zumindest hat. Und das Gelb hatte so ein paar Vorteile. Man hat zum Beispiel eben Abklebeband in der gleichen Farbe, wo man eben auf den Kacheln was abkleben könnte und so weiter. Und dann ist natürlich mit dem Gelb gleich die Thematik irgendwie Gelb, Gelb-Schwarz, Bienen. Das war dann so eine Sache, weil hier früher die fleißigen Bienchen sozusagen ihre Kaffeepause hatten. Und ach, das war der Kaffeepausenraum? Das war der Kaffeepausenraum, ja. Ah, okay. Hatte zwei Fenster und das war schon mal, man kommt rein und hat natürlich immer viel Sonne drin. Mhm. Also das ist also ein Raum, der jetzt eigentlich nur Probleme bereitet. Und sowas mache ich aber immer ganz gerne. So, also ja. Das heißt, man kommt rein und sieht erstmal diese schwarzen Elefanten im Fenster, die da irgendwie in diesem Gitter gefangen sind. Und dann sieht man mal, dass dann hier auch noch was gemalt ist. Und ich habe halt meine Buchstaben wieder mal reingesetzt im Raum, also 6 Stück, L, 2 Os, sieht man hier noch. Da ein kleines, da ein großes, das große M hier hinter mir. Ja. Und irgendwo da oben noch ein T und schlag mich tot, der Elefant hinter mir im I. Also, dass ich meine Typografie reinsetze, auf der ich dann nochmal so eine kleine Ebene wie eine Landschaft bauen kann. Warum Elefanten? Naja, die kann ich gut zeichnen. Es sind aber auch so eben Symbolträger, also so sagen wir mal Sympathieträger. Mhm. Symbole natürlich irgendwie sind gesellschaftliche Tiere. Das heißt also, dass ich dann hier natürlich nicht nur eine Figur mache, sondern halt eher den Schwarm, das ist sozusagen mehr, weil wir hier auch viele Künstler sind. Also war mir klar, also wenn ich schon so ein figuratives Element mache, soll es sich wiederholen, weil wir halt viele Leute sind, die hier ausschwärmen und dann habe ich das Ganze hier natürlich auch immer hier in den Hof gesehen, wie so ein Bienenstock. Ja. Und du weißt, hinter jedem Fenster ist jetzt ein Künstler, stimmt, der versucht irgendwas so. Und deshalb war das natürlich so eine naheliegende Geschichte hier mit den Bienen. Und die Elefanten, denkt man ja schon auch an die Bürokratie und das Graue und die Beamten, die vorher da waren. Also genau so. Das. Und das ist wie so ein Bienenkasten von innen aussieht. Also das war so alles schon irgendwo da. Erst gelb im Raum, schwarze Buchstaben, dann klar. Und dann ging das alles sehr schnell von der Hand. Interessiert mich natürlich besonders, wo wir mal die Chance haben, mit dir zu sprechen. Mhm. Ich meine, in der Szene braucht dich, glaube ich, keiner vorzustellen. Aber unsere Zuschauer kennen dich vielleicht nicht. Mhm. Aber du bist ja so, jedenfalls wirst du immer so beschrieben, als der, der Graffiti auf jeden Fall mit nach München gebracht hat. Mhm. Und besonders berühmt ist deine Teenager-Geschichte mit der S-Bahn. Auch und wenn du die nochmal erzählen würdest, dann... Also wir haben in München 1985 im März den ersten Whole Train außerhalb New Yorks gemalt. Also man dachte irgendwie schon, naja, Graffiti war seit 83 bekannt. Irgendwo in London, Paris oder sonst was werden sie schon mal eine U-Bahn gemalt haben. Aber das war Fehlanzeige. Also das heißt, wir waren hier tatsächlich Bronx, Brooklyn und die nächste Station Geltendorf. Und wir waren halt bei vielen Dingen eigentlich immer Pionier. Wir waren halt nicht so laut wie Berlin oder so, wo dann jeder natürlich von außen her kam, weil es natürlich so eine tolle Szenerie war und die tolle Wände haben. Ist aber die Architektur eine andere hier in München. Aber Strukturen haben wir schon früh geschaffen. Okay. Also die Szene ist super vernetzt. Man sieht es an dem Haus hier. Mhm. Man sieht ja irgendwie so, egal wer... Wir kommen alle. Was gibt es da noch in München? Oder bist du doch bei an einigen Orten aktiv, oder? Also ich war Hands of the Wall, Host in dem Sinne. Also ich bin nicht der Veranstalter, ich bin sozusagen der Gastgeber für den Platz. Okay. Weil das macht die Caroline Taschler, China Tile Girl aus Wien. Da kommt es ja eigentlich her. Mhm. Du selber
Bist du auch noch in München selber aktiv oder bist du vor allem schon, okay, gut, hast jetzt nicht nur hier für den Auftritt angezogen, sondern du kommst nicht für das Interview. Ich komme gerade vom Ludwigsbrückentunnel. Also wir machen die Unterführung vom Müllerischen Volksbad zum Museumslichtspiele, also diese Fußgängerradunterführung mit Flynn und mit der Miriam Franke, die hier auch einen Raum hat. Ich danke dir vielmals für das Gespräch und dass wir den Raum mit dir gemeinsam anschauen durften und alles Gute Dankeschön. Für die Zukunft. Dankeschön.